Hallo liebe Freunde, ein weiterer Part von Zelda Twilight Princess ist wieder am Start und ein einziger Tropfen an Strahlentau fehlt mir noch und wie aus dem Nichts ist da drüben im Wasser jetzt der allerletzte Schattenkäfer aufgetaucht, der allerdings von einem gänzlich anderen Kaliber ist als alle bisherigen Schattenkäfer, die ich jemals zuvor gesehen habe. Und alle, die das Spiel schon mal gespielt haben, werden jetzt natürlich wissen, was jetzt kommt. Deswegen habe ich auch hier einen neuen Part begonnen. So. Oh mein Gott. Was zum... Oh mein Gott! Das ist ja ein riesig fettes Vieh! Das ist quasi die Königin der Schattenkäfer. Und die besiegt man, indem man erstmal, genau, indem man wartet, dass sie nicht mehr elektrisch geladen ist. Und dann greift man sie halt an, aber man muss hier aufpassen. Genau, die hält nämlich ziemlich viele Treffer aus. So. Wow, verdammt. So, komm her, du Mistvieh. Nur wenn ich sie besiege, ouch, dann bekomme ich auch den letzten Strahlentau zurück. So, und jetzt, wenn sie hier so... Okay, nein. Moment, ich muss sie, glaube ich, jetzt dann nochmal angreifen, weil irgendwann wird sie nämlich... K.O. auf dem Rücken liegen und dann ist es Zeit für Midnas Kraftfeldattacke. So, komm her. Na los, komm her. Erstmal warten. Jetzt! Nimm das und das und das! Jawohl. So, und jetzt auf sie draufspringen, das Kraftfeld aktivieren und stirb! Das war's. Die Schattenkäferkönigin ist besiegt. Und da ist endlich der letzte Tropfen Strahlentau. Und damit, liebe Freunde, ist auch die Provinz von Ranael endlich gerettet. Endlich. Hat auch lang genug gedauert. Du hast den Kegel des Lichts gefüllt. Das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Und jetzt besorgst du mir den letzten Schattenkristall. Man sieht sich. Na, und jetzt treffen wir noch den letzten Lichtgeist. Der ist, glaube ich, eine Seeschlange. Wow, eine riesige Seeschlange. Mein Name ist Ranael. Durch deine Hilfe konnten wir Lichtgeister in Hyrule wieder zum Leben erweckt werden. Nun, Auserwählter, die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich in einem Schrein am Grunde des Hyliasees. Nur eins darfst du niemals vergessen. Diese Kraft wurde von den Göttinnen mit einem Bann belegt und den Zugriff Sterblicher entzogen. Einst stiegen die Göttinnen auf die wüste Erde hinab und erst durch ihr Wirken entstanden Leben und Ordnung in Hyrule. Sodann verteilten die Göttinnen die Macht gerecht unter den Lebewesen dieser Welt und kehrten zurück in die Himmel. Die Orte aber, an denen die Göttinnen auf die Erde Hyrules hinabgestiegen waren, galten forthin als heilige Städte. Lange Zeit lebten weise Völker in Frieden und Wohlstand auf der Erde.
Doch schließlich entbrannten bittere Kämpfe um die Herrschaft über die heiligen Städten Hyrules. Einige entdeckten die Kraft der Magie, lernten diese zum eigenen Vorteil einzusetzen und versuchten mit ihrer Hilfe die Kontrolle über die heiligen Stätten zu erlangen. Schließlich schickten die Göttinnen Hyrules uns, die Lichtgeister, auf die Erde hinab. Und es gelang uns, die starke Magie zu bannen, derer sich jene bedient hatten. Der Urquell dieser Magie jedoch ist jene dunkle Macht, der Schattenkristall. Darum sei bereit, Auserwählter. Derjenige, der nichts von den Gefahren weiß, die seiner Kraft innewohnen, wird am Ende selbst von ihr beherrscht. Das, Auserwählter, vergiss niemals. Die Macht, nach der du suchst, befindet sich im Seeschrein am Grund des Hyliersees. Ja, das war mal eine wirklich abgefahrene Zwischensequenz, eine der besten des Spiels, wenn ihr mich fragt. Wir haben quasi ein bisschen was über die Entstehung des Triforce erfahren, obwohl es eigentlich in diesem Spiel niemals namentlich genannt wird. So, und ihr seht schon, dieser lila Punkt auf der Karte, das ist der Seeschrein. Allerdings komme ich da ja noch nicht hin, weil ich mit Link gar nicht tauchen kann. Aber jetzt endlich bekommen wir mal die wunderschöne Musik am Hyliersee zu hören. So, die ist einfach nur wunderschön entspannend. Ja, und bevor ich den Seeschrein betreten kann, muss ich erst noch Prinz Rhalis retten, wenn wir uns erinnern. Darum hat uns ja Königin Lucida gebeten. Hey, da ist ein Zora. Ich bin ein Mitglied des Stammes der Zoras. Unser Volk kümmert sich um den Hyliersee. Die anderen Zoras halten am Grund des Sees Wache. So, und damit ich jetzt aber wieder hier rauskomme, aus diesem riesigen, ich sage jetzt mal, aus diesem riesigen Becken, wo der Hyliersee drin liegt, ich muss nämlich dort rauf, brauche ich die Hilfe von diesem Typen hier. Was? Die Zoras leben also noch? Hab schon gedacht, die wären mit dem See zusammen ausgetrocknet. Hey, hast du eigentlich schon gehört, dass es am Grund dieses Sees einen Schrein gibt? Die machen einen Wind darum, ich weiß echt nicht, was die da treiben, würde es aber gern wissen. Wie kann man einen Schrein auch nur so tief unter Wasser bauen? Kein normaler Mensch kann so tief tauchen. Sag mal, kommst du etwa als Kunde? Du hättest keinen besseren Zeitpunkt wählen können. Hättest es nicht besser abpassen können. Mit meiner neuesten Attraktion wirst du dich fühlen, als würdest du wie ein Vogel fliegen. Heute gibt es einen ganz besonderen Service. Fast ohne Wartezeiten. Du kannst ihn für nur 10 Rubine ausprobieren. Na, willst du einen Flug wagen? Ja, ich will. Also gut, hier entlang. So, jetzt wird's ein bisschen verrückt. Aber nur so komme ich hier raus.
Wow, ja. Wir werden tatsächlich mit einer Kanone hier hochgeschossen. So, jetzt werde ich erstmal meine Bombenpfeile abstellen. Ich habe sowieso nicht mehr allzu viele davon. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Die Zora-Königin hatte dich doch um etwas gebeten, oder? Du weißt schon, du solltest doch den Prinzen finden, der auf dem Weg nach Schloss Cirule verloren gegangen ist. Und sie hat doch gesagt, wenn du ihm helfen würdest, verleiht sie dir irgendeine Fähigkeit. Der letzte Schattenkristall ist auf dem Grund des Hyliasees und diese Fähigkeit könnte dir vielleicht nützlich sein, oder? Ja, das könnte sie wirklich. So, und deswegen muss ich hier mal raus, aber vorher will ich euch noch etwas zeigen. Hier kann man nämlich ein Minispiel spielen. Und zwar quatschen wir jetzt mit dem Typen hier. Hi. Hallo, hereinspaziert, willkommen in Dumnus Hühnerflugstation. Bist du bereit für einen Irrenflug mit verrückten Hühnern, voller Abenteuer und Boni? Es gibt nichts Besseres. Na, wie wär's, mein großer Freund? Also dann, einmal zur Schatzinsel kostet dich 20 Rubine, wie wär's? Vielen, vielen Dank. Also schnapp dir das Huhn, das dir am besten gefällt und flieg zur Schatzinsel. Ja, man kann auch in diesem Spiel mit Hühnern fliegen. So, ich schnapp mir jetzt ganz einfach mal das Braune hier. Die fliegen eigentlich alle genau gleich gut. Und Ziel dieses Minispiels ist es eigentlich, auf dieser Insel da ganz unten zu landen. Am besten natürlich ganz oben. Weil auf der sich drehenden Plattform, da sind glaube ich 100 Rubine in der Truhe drin und eine Ebene darunter ein Herzteil. Und ich will mal versuchen, das mit einem Versuch zu schaffen. So, hier muss man ein bisschen mit dem Joystick vor und zurück bewegen, dass man auch wirklich richtig landet. So, jetzt. Haha, wunderbar. Und na bitte, ich habe recht gehabt. Ein orange Rubine ist 100 Rubine wert. So, und jetzt muss ich nur irgendwie muss ich hier runter. Und zwar aber genau hier rauf. So, Moment, kann ich mich eigentlich hier... Ich will nur probieren, ob ich mich nicht von der Kante fallen lassen kann. Wenn nicht, ist das etwas blöd. So, ich... Ja. So, und jetzt, Moment. Warten, warten, warten. Und jetzt fallen lassen. Genau. So, ganz vorsichtig, nicht runterfallen. So, und hier drin ist das Herzteil. Wunderbar. So, das wäre mit einem Versuch geschafft. Und weiter hier unten gibt es noch mehr Truhen mit mehr Rubinen. Ich glaube, jetzt müssten es 50 Rubine sein, oder? Genau, ein violetter Rubin ist 50 Rubine wert. So, noch eine Ebene weiter unten, glaube ich, gibt es dann 20 Rubine. Genau, ein roter Rubin. 20 Rubine wert. Und ganz unten gibt es halt, also fast ganz unten, gibt es noch 10 Rubine. Ja, und wirklich ganz unten gibt es überhaupt nichts. Also, wie gesagt, je nachdem, wo man landet, desto besser ist der Preis. Aber ich finde immer noch, ein Herzteil ist besser als 100 Rubine, aber das kann jeder sehen, wie er will. Ja, und seht ihr, jetzt habe ich schöne 205 Rubine. Ich musste jetzt nochmal 10 Rubine zahlen, dass ich hier wirklich wieder rauskomme, aber das ist mir eigentlich egal, ich habe genug Geld dabei. Ja, komm, quatsch nicht, das hast du ja schon mal gesagt. So, ich glaube, diese Szene kann man jetzt auch abbrechen, oder? Ja. Das muss ich mir nicht ständig ansehen. Hauptsache, ich bin wieder hier oben. So. Ja, ansonsten ist dieses Minispiel eigentlich nur just for fun. Man kann im Flug versuchen, noch diese Rubin-Hologramme zu berühren, dass man halt noch extra ein paar Rubine sammeln kann, aber das ist jetzt nicht wichtig und auch nicht erforderlich. Ich muss jetzt in die Stadt zurück. So, und da ich jetzt endlich wieder ein Mensch bin, sollte ich auch wieder in der Lage sein, Epona zu rufen. Weil mit Pferd ist man ja doch schneller. So, hier müsste es irgendwo, glaube ich, Grashalme geben, genau hier. So, hier steht übrigens noch... Die Sensation am Hyliasee, der schwimmende Freizeitpark von Tobi und Dumnus. Kanonenritten, Vogelflug links hinten. So, und hier habe ich irgendwo einen Vogel gehört. Genau, da ist er schon. Und abgeknallt. Achso, das ist ja gar kein, das sind Krähen. So, ganz schön lästig hier. So, gleich mal Epona gerufen. Und da bist du ja endlich wieder. Endlich sind wir wieder zu Pferde unterwegs. So. Da
Da bin ich viel, viel schneller wieder in der Stadt. Als noch zu Fuß. So, Moment mal. Kurz mal auf Bombenpfeile geswitcht. Und jetzt kann ich nämlich diese Felsen hier zerstören. Kabum. Genau, so hier kann ich noch... Wow, hier kann ich ordentlich Rubine einsammeln. Schnell, bevor sie weg sind. So. Ja, ich weiß, dass blaue Rubine 5 Rubine wert sind. Das musst du mir nicht ständig sagen. Sondern ich glaube, auf der anderen Seite ist der Weg auch nochmal blockiert, wenn das stimmt. Dann reite ich halt absichtlich mal hier lang. So, hier ist wieder Gegner. Zack. Voll über den Haufen gerannt. Genau. Und Bams. Sehr schön. Oh, und hier gibt es wieder Rubine zu sammeln. Sehr schön. Hier kann man richtig schön viel Geld ganz einfach machen. Oh, diesmal sind sogar 10er. So, 245 Rubine. Ist das nicht schön? So, okay. Jetzt werde ich aber trotzdem zurückreiten. Eigentlich will ich ja in die Stadt, das habe ich jetzt nur so gemacht, dass hier mal der Weg frei ist. Für später sollte ich hier irgendwann mal vorbei müssen. So, und mittlerweile ist es Nacht geworden. So, hier geht's zurück zur Stadt. Und ich glaube, jetzt müsste sogar nochmal der Postbote kommen, wenn das stimmt. Also wenn ich wieder über die große, über diese kleine Brücke da gehe. So, ah ja, Moment mal. Hier ist ja noch der Wolf. So, Moment. Erstmal absteigen und die Gegner verdreschen. Autsch. Du bist doch ein Mistvieh. So, und Fangstoß in your face. So, das kommt davon. Okay, Freunde, aber ich glaube, ich werde den Part doch schon mal beenden, weil er hat jetzt eh schon ziemlich lange durch diese Zwischensequenzen gedauert. Und im nächsten Part spreche ich dann wieder den goldenen Wolf an und werde die nächste okkulente Kunst erlernen. Also wir sehen uns dann das nächste Mal, Freunde. Ciao!